Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute haben wir Tag 2 unserer Punch-Art-Woche und heute möchte ich euch zeigen, wie wir einen Drachen punchen. Heute begrüße ich auch zum ersten Mal die Teilnehmer des Punch-Art-Buches, an dem ich teilnehme, denn diese Anleitung ist Teil meines Beitrags fürs Punch-Art-Buch. Ja, ich habe schon mal versucht, einen Prototypen zu erstellen. Es gibt Dinge, die werden wir jetzt ein bisschen anders machen, aber eigentlich finde ich ihn schon ganz süß. Von daher gucken wir einfach mal. Ich habe bei diesem Prototypen die Haut noch geprägt mit einem mit einer Prägeform, die heißt Punkteregen. Die gibt es aber nicht im aktuellen Katalog. Von daher werde ich jetzt einen neuen Dinosaurier machen oder ein neues Monster machen oder wie auch immer mit Artikeln, die es aktuell im Katalog gibt, sodass ihr sie also auch jederzeit nachbasteln könnt. So, was ich gemacht habe, ist, damit man diese Karte weiter benutzen kann, ist hier eine Tasche zu bauen, in die man etwas hineinstecken kann, wie zum Beispiel eine Karte. Das ist zu breit. Das passt nicht. Also nur so kann man hier eine Karte reinstecken. Man könnte jetzt da drin Geld verschenken oder eine Geschenkkarte oder einfach nur einen Glückwunsch dort reinstecken. Finde ich etwas netter, als sie hier abzuschneiden und dieses Stück überzubehalten. Allerdings werden wir dieses Stück etwas verkleinern. Ich finde nämlich den unteren Teil hier etwas groß. Das sind aktuell 5 cm und ich denke, 3 werden reichen. Dann kommt die ganze Karte nämlich ein Stückchen weiter runter. Ja, dann mache ich diese Karte jetzt nicht in Granit, sondern ich habe mich für Tannengrün entschieden. Wir machen jetzt noch ein tannengrünes Monster, sodass wir einfach mal starten. Und zwar starten wir, ich habe das hier schon zugeschnitten, das ist ein halber A4. Also ich habe einfach an der langen Seite bei 10,5 geteilt. Der ist also 29,85 mal 10,5 aktuell. Und wir falzen den jetzt noch, und zwar erstmal bei den besagten 3 cm. Und dann nehme ich diese Falz und lege sie bei 14,5 an. Ich tue das, damit ich mir spare, jedes Mal diesen Fuß da auszuklappen. Dann ist die Rückseite der Karte wie immer 14,5. Hier vorne haben wir dann 3. Und dies hier sind dann 12 und der Rest. So. Sehr schön. Es gibt ganz alte Framelits-Formen von Stamping Up hat. Der hat einen riesengroßen Kreis. Den könnte man jetzt benutzen. Den habe ich nicht. Darum benutze ich jetzt meinen Zirkel. Und zwar habe ich mir das mal so ausgerichtet, dass ich ungefähr weiß, wo meine Mitte ist. Ja, mit Lineal wäre das nicht passiert. Hier ist es. So, das sind nämlich dann hier so ungefähr. Und dann nehme ich mir meinen Zirkel, setze den hier in der Mitte an und guck mal, dass er hier unten bis hin passt. Und ziehe einfach diesen Kreis. Und muss das jetzt abschneiden. Ach so, wenn ihr das prägen wollt, wäre übrigens jetzt der richtige Zeitpunkt auch zum Prägen.
nachdem ihr das abgeschnitten habt. Also erst den Kreis, dann prägen, weil sonst prägt ihr mit dem Kreis die Punkte hier wieder weg. Ich habe auch schon überlegt, wir haben auch, aber es ist natürlich auch alt, wir haben noch dieses Liebesset. Das sieht ja so ein bisschen auch aus wie Schuppen. Also auch das wäre vielleicht gegangen, aber wir machen jetzt einfach eine glatte Variante. Übrigens solltet ihr darauf achten, dass ihr auch die Punkte oder die Herzchen nach außen kriegt, wenn ihr sie nehmt, weil also das finde ich jetzt nicht so spannend als Haut. Das sieht mehr aus wie eine Krankheit. Da ist unser kleiner Drache krank. So, dann haben wir die Grundkarte schon fast fertig. Dass hier jetzt Löcher entstehen, das ist nicht schlimm, weil da gucken gleich die Zähne drüber. Ich habe dann als erstes mit doppelseitigem Klebeband hier unten das mal zugemacht. Ja, ich weiß, die Stamping-Abschere liegt da, aber ich werde die nicht benutzen. Weil sie klebemittelfrei bleiben soll. Damit sie auch scharf bleibt und so. Ich schneide da ausschließlich Papier mit. Eigentlich. Manchmal ertappe ich mich, dass ich auch Band damit schneide. Aber eigentlich ist es eine Papierschere. Und diese etwas günstigeren Scheren, die habe ich mal erstanden. Hoppala. In einem Laden mit dem blauen A, wobei das 5 Buchstaben sind und nicht 4. darf ich das sagen? Da weiß ich gar nicht. Also es gibt ja in allen möglichen Läden Bastelscheren. Da werdet ihr bestimmt auch irgendwo eingedeckt sein. So, dann brauchen wir Zähne. Zähne machen wir aus weißem Cardstock und die Zähne habe ich gemacht mit einer Dreiviertel Zoll Kreisstanze. Und zwar habe ich 7 Zähne. Knallt jetzt ein bisschen. Meine kleine Stanze hat nämlich irgendwie eine Macke. Die macht nämlich auch, genau, das kann man sogar noch sehen. Die macht manchmal so Ecken. Seht ihr das? Die Ecke. Die müssen wir gleich drunter kleben, aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, und dann habe ich noch 2 1 Zoll. War das 1 Zoll? Ja, das war 1 Zoll für die Augen. Das ist Punchart, ne? Kreise über Kreise und noch mehr Kreise und wird schon. So, das war weiß. Dann brauchen wir schwarz. Und zwar habe ich jetzt einmal 1/2 Zoll Auge. Und dann habe ich die Eulenstanze benutzt. Die haben wir gestern schon benutzt. So, für die Nasenlöcher und für das kleinere von den Augen, hier, da und die beiden, die kommen aus der Eulenstanze, wie man sieht. Also diese beiden, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das wieder schön hinkriege, dass ich nicht das halbe Ding voll tacke. Ich schneide mir das hier erstmal ab. Und ein Auge. So, das war das. Den groben Müll schon mal aussortieren hier. So. Dann habe ich, haben wir irgendwo noch ein bisschen tiefer Grau, ja hier,
Dann nehmen wir jetzt das, was ich hier in Anthrazit gemacht habe. Das machen wir jetzt in Schiefergrau. Das ist nämlich dann ein Viertel Zoll. Und Entschuldigung, das ist nicht Schiefergrau, das ist Granit. Aber ist auch nicht schlimm. Schiefergrau würde auch funktionieren. So, und dann brauchen wir noch Augenbrauen. Die Augenbrauen machen wir wieder in Grün. Dafür nehmen wir uns hier mal so einen Rest. Rest von Tannengrün. Und dafür habe ich benutzt, jetzt können wir hier vor lauter Stanzen den Überblick verloren. Hier, diese aktuelle Blätterstanze. Und zwar nehme ich da jetzt nur die Augenbraue raus. Dann haben wir nicht so viel Verschnitt. So, jetzt schneide ich mir die Augenbraue noch ein bisschen in Form. Indem ich hier hinten noch den Rest vom Blatt abschneide und das einfach ein bisschen rund mache. So, und dann haben wir alle Teile zusammen, die wir jetzt noch auf unsere Karte kleben müssen. Dann starten wir mal, indem wir die Augen zusammenkleben. Und zwar kleben wir die beiden weißen auf die beiden grauen Granitfarben hin. Und zwar habe ich sie auch so schief aufgeklebt. Ist ja immer ganz niedlich, wenn die so ein bisschen schielen. So, dann kriegt er noch zwei unterschiedlich große Pupillen da rein. So, das kann liegen wir kurz zur Seite. Das ist schon fertig. Nase ist auch hier fertig. Dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit den Zähnen und das andere Auge war eh über. So. Und zwar habe ich 7 Zähne, hatte ich vorhin schon gesagt. Dann nehme ich mir hier so einen Zahn. Achte jetzt darauf, dass meine blöde Stelle von der Stanze oben ist. Mach ungefähr ein Drittel Kleber auf den Zahn. Und den allerersten Zahn klebe ich mittig an der Karte an. So. Hier sind die ein bisschen sehr weit rausgekommen, finde ich, zum Schluss. Der passt so nicht in Briefumschlag. Ich habe hier die alle Pressen nebeneinander geklebt und nur die letzten übergelappt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach alle ein kleines bisschen überlappen, damit die letzten nicht ganz so überstehen. Das machen wir jetzt auch. Hier wieder ein Drittel Klebe. Und dann hier einfach von unten gegen aufpassen, dass die jetzt nicht mehr überstehen als der erste. Und ein ganz bisschen überlappen. Jetzt wie beim Zahnarzt hier nur andersrum. Dr. Bibber heißt der, glaube ich, zieht ja immer die Zähne und klebt sie nicht wieder rein.
So. Hier auch nochmal. Genau, sehr schön. Und jetzt guckt es nicht mehr. Also ich finde es schon schön, dass es ein bisschen über den Rand guckt. Aber es guckt nicht mehr ganz so sehr über den Rand wie da. Das sieht ja aus, als hätten wir Überbiss. Nee, so heißt das nicht. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Früher beim Kieferorthopäden nicht ordentlich mitgemacht. So. Den letzten Zahn noch aufgeklebt. So. Da haben wir schon Zähne. Dann können wir jetzt mal gucken. Wir legen uns das hier mal so hin. Hier sind unsere Augen. Dann haben wir hier auch unsere Augenbrauen. Was ich jetzt hier finde, was ich durch die unterschiedlichen Strukturen hier nicht so schlimm ist. Die Augenbrauen versinken hier so, weil es ein Farbton ist. Darum werde ich jetzt einfach die Kanten, ich kann das echt nicht mit Fingern machen, ne? Die Kanten der Augenbrauen so ein bisschen im Stempelkissen wälzen. Seht ihr? Und schon klebt alles. Ja. Aber schon haben die Augenbrauen einfach auch eine andere Struktur. Heben sich einfach besser, aber Entschuldigung, ich bin schon wieder ja, in meinem letzten Video. Habt ihr das schon gesehen? Ja, habt ihr schon die Männerkarte? Habe ich ja ein bisschen darüber, also erzähle euch gerade ein bisschen von der Drehreihenfolge. Also ich habe gerade eben das Männervideo gedreht und da habe ich ja schon so ein bisschen über dieses Meditative beim Basteln philosophiert, was es mir manchmal sehr schwer macht, während ich in so einem kreativen Prozess bin, gleichzeitig mit euch zu sprechen. So, oh Mann. Ich musste unbedingt mal sauber machen. Dann kriege ich das Ganze hier noch eine Nase. Und dann wäre der Dino schon fast fertig. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Man könnte nämlich einfach vielleicht, wir nehmen mal hier das hier. Was denn aufkriegen?
Wir nehmen hier mal so ein Stück Band und machen mal so eine tolle Schlaufe. Schleife. Schlaufe. Schleife. Denn wenn unser Monster ein Mädchen ist, dann muss es ja auch eine Schleife haben. Ich nehme jetzt auch aus einem Grundband. Man könnte, wir hatten ja auch mal eine Schleifenstanze und Punch Art ist ja nicht immer aktuell. Da wir die Schleifenstanze aber meines Wissens aktuell nicht mehr im Katalog haben, ich gucke das sofort nach. Lasst mich kurz diese Schleife. Ich bin ja echt nicht der Typ für ein Schleifenbauen, ne? Ich ziehe immer am falschen Ende. So, so vielleicht. Könnten wir das abschneiden und das abschneiden. Und dann habe ich mir vor ein paar Tagen einen kleinen Helfer gegönnt. Den lernt er jetzt kennen. Das ist nämlich ein Glue Dot Abroller. Da kann man einfach, wenn man es nicht gleich kaputt macht, dran ziehen und dann kommen hier die Glue Dots an. Und dann kann man die Glue Dots schön abnehmen. So. Könnte noch so ein Schleifchen drauf babben und schon ist das ein Mädchen. Jetzt muss ich doch mit euch echt nochmal gucken. Das versuchen wir mal mit einem Dimension, ne? Obwohl, der ist zu hoch. Das glaube ich nicht, dass das gut wird. Oder? Doch, das geht, wenn der hier nicht so dämlich drauf sitzen würde. Okay, das ist ganz gut. Ach, das Auge klebt noch gar nicht. Das müssen wir vorher festkleben, ne? Ich glaube, die Nachbarn grillen. So. Und dann kommt noch die Nase dazu. So. Wenn ich nochmal 100 Mal an der Schleife rumfummel, wird es auch nicht schöner, ne? Ich lasse das so. So, jetzt muss ich nochmal eben mit euch in den Katalog gucken. Das interessiert mich ja jetzt. Ich bilde mir ein, die gibt es nicht mehr. Aber wie das immer so ist, wenn man eigentlich was weiß, dann ist man sich dann doch wieder unsicher, ne? Wenn man so darüber spricht. Nein, es gibt sie nicht mehr. Also zeige ich sie euch auch nicht, weil ich wollte ja zeigen, wie man jetzt aktuell die Karte nachbasteln kann. So, das war's auch schon.
ein kleiner Dino zur Einladung vielleicht für den Kindergeburtstag oder als Geschenk, als Geschenkkarte für den Kindergeburtstag. Ja, das ist das zweite Projekt im Rahmen meiner Punch Art. Gestern gab es schon Punch Art, sag mal schnell, das kleine Schweinchen. Ja, lasst euch einfach überraschen. Nee, brauche ich nicht. Also gestern habe ich euch erzählt, was wir die Woche über tun werden. Also morgen wird es noch geben einen kleinen Hasen. Dann wird es noch geben Tannenzapfen. Genau, heute ist Dienstag, Mittwoch den Hasen, Donnerstag die Tannenzapfen. Am Freitag wird es geben eine kleine Blume. Und am Samstag, ja, gibt es zurzeit noch einen Frosch. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, ob es was Neues gibt. Also zum Drehzeitpunkt. Wir haben heute 22. Juli. Denn ich mache ja hier Urlaubsvorproduktion. Denn wenn du das Video siehst, bin ich gar nicht da. Dann sitzt James in meiner Wohnung und passt auf, dass hier nichts geklaut wird und hier keiner zur Tür reinkommt. Und ich mache fröhlich Urlaub mit meiner Nachbarin und da gibt es auch noch James, der passt dann auf ihre Wohnung auf und ja. Und genau, ich mache Urlaub. Du weißt jetzt, wie man einen Monster bastelt. Das geht natürlich auch nicht nur in grün, das geht natürlich auch in pink und in schwarz und ja. Der Kreativität, wie gesagt, keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du das Video magst, schenk mir gerne einen Daumen hoch. Und dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Bis dann. Tschüss.